Ja, wir sind hier heute mit 10.000 Menschen auf der Straße in Köln, weil wir ein ganz, ganz eindrucksvolles Signal setzen wollen, auch an diese Bundesregierung, jetzt endlich den Atomausstieg und zwar endgültig zu organisieren. Die schrecklichen Ereignisse in Japan mahnen uns. Wir wissen, Atomtechnologie ist nicht beherrschbar und deswegen sitzt leider dieses Restrisiko in der Bundesregierung, weil sie deutlich gemacht haben, dass das Atommoratorium jetzt nur ein Wahlkampfmanöver ist. Und wir wollen als Grüne hier mit 10.000 Menschen ganz deutlich machen, wir wollen endgültig raus aus der Atomenergie in Deutschland. Das fordern wir seit über 30 Jahren und wir haben jetzt die Chance, es auch zu erreichen. Ja, und auch wenn in Nordrhein-Westfalen kein Atomkraftwerk mehr am Netz ist, ist in Nordrhein-Westfalen auch ein Standort für Atomanlagen, Gronau. Dort gibt es eine Urananreicherungsanlage, die Teil dieser weltweiten Brennstoffvermarktung ist. Und auch diese Anlage wollen wir schließen und wir wollen die Atomtransporte vermeiden, die uns wieder drohen von Jülich nach Aarhus. Das heißt, auch hier in Nordrhein-Westfalen müssen wir Zeichen setzen und wollen wir auch etwas tun, um endgültig Schluss zu machen mit dieser nicht beherrschbaren Technologie. Die staatliche Förderung solcher Risikovorhaben mit unseren Steuergeldern muss. Ja, ich bin hier, weil ich zum einen heute auch denke an die Menschen in Japan, die nicht nur Opfer einer fürchterlichen Naturkatastrophe geworden sind, sondern mittendrin sind in einem atomaren Albtraum, der noch nicht zu Ende ist. Mit Japan hat es ein Hightech-Land getroffen und damit ist doch deutlich, dass diese Risikotechnologie Atomkraft von niemand zu beherrschen ist und dass wir so schnell wie möglich aussteigen müssen. Ich bin auch hier, um zu protestieren gegen eine schwarz-gelbe Bundesregierung, die versucht, uns mit Wahlkampfmanövern, mit Wahlkampfplacebos hinters Licht zu führen. Ich bin hier, weil wir fordern, dass die 7 ältesten Reaktoren sofort abgeschaltet werden, vom Netz gehen, dass Krümmel vom Netz geht und dass wir in den nächsten Jahren die Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien, für Energieeffizienz, für Energieeinsparung so klar machen, dass wir so bald wie möglich dann schon in der nächsten Legislatur aus der Atomkraft aussteigen können. Das heißt, kurz zusammengefasst, wie soll der Ausstieg vonstatten gehen? Der Ausstieg geht vonstatten, indem man erstmal die 7 Ältesten sofort abschaltet. Kein Problem, wir haben keine Versorgungslücke. Indem Krümmel vom Netz geht, ein Schrottreaktor und indem jetzt nicht die Erneuerbaren behindert werden, wie durch die Bundesregierung, sondern dass wir die erneuerbaren Energien, Energieeinsparung, Energieeffizienz unterstützen, fördern und dann kann in der nächsten Legislatur mit einer anderen Bundesregierung ausgestiegen werden.